Hallo, hier ist Angelika Milster. Ich schaue die Schlager-News. Mhm. Immer mit guter Laune. Tschüss. Grüezi, Servus und Hallo, liebe Zuschauer, zu einer neuen Schlager-News-Ausgabe hier auf Gute Laune TV. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. In dieser Woche haben wir für Sie im Interview Irene Scheer. Die Videopremiere des neuen Clips von Laura Wilde, Federleicht. Das Best of the Best Album von Andreas Fulterer. Natürlich auch der Klatsch und Tratsch mit einem neuen Schlager-Razzi. Aber jetzt erst recht gibt es unseren Clip der Woche von Club 3. Heute Nacht beginnt ein neues Leben. Du sagst dir immer wieder, jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Wir wollen auf dich die Gläser heben und singen deine Lieder. Jetzt erst recht! Jetzt erst recht! Wer hätte gedacht, dass sich Deutschland, Belgien und Holland jemals vereinen werden? Aber in der Musik ist eben einfach alles möglich. Club 3 hat ja zunächst als eher Spaßprojekt begonnen und jetzt wird das aber eine ganz ernste Sache. Und deshalb denken sich die drei Herrschaften jetzt erst recht, stürmen die Charts und sichern sich somit auch die Pole Position bei Gute Laune TV. Denn jetzt erst recht ist unser Clip der Woche, läuft bis zu 6 Mal am Tag im Programm von Gute Laune TV und auf unserer Homepage. Jetzt erst recht ist die erste Single-Auskopplung des Anfang 2017 erschienenen zweiten Albums. Jetzt geht's richtig los. Wir dürfen gespannt sein, wie das weitergeht. Auf jeden Fall sind Club 3 ab dem 8. März auf Tournee und zwar im Rahmen der Live-Show Das große Schlagerfest, die Party des Jahres. Vielleicht sind Sie Künstler und arbeiten aktuell an einem neuen Album oder an einem Bühnenprogramm, dann wäre doch der Deutsche Schlagergipfel genau das Richtige für Sie. Das ist nämlich das erste unabhängige Schlagercamp und startet am 18. März. Komponisten und Textdichter der renommierten Zeller Schule schreiben eine Woche lang an Songs für die Stars der deutschen Schlagerszene. Ab sofort können Wünsche und Vorstellungen eingereicht werden. Am genannten Termin können dann die Künstler vor Ort zu Gast sein oder auch per Skype an der Entstehung mitwirken. Alle Infos hierzu finden Sie auf www.deutscher-schlagergipfel.de. Wie viele ihrer Musikerkollegen hat auch das Knockalm-Quintett ein eigenes Fest. Und das geht auch noch 3 Tage lang. Vom 15. bis 17. September 2017 findet das Knockalm-Fest in Millstatt statt. Und weil die Knockies nach einem unvergesslichen Fest in 2016 auch 2017 zu etwas Besonderem machen wollen, haben sie sich wieder zahlreiche befreundete Musikerkollegen eingeladen. In diesem Jahr sind mit dabei unter anderem Fantasy, die jungen Zillertaler, Francine Jordi, Alessa, Jazz Kitty und. Der Vorverkauf ist schon gestartet. Karten und alle weiteren Infos finden Sie auf www.knockalmquintett.com. Ta, 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 ta. Unser Schlagerazzi der Woche kommt dieses Mal von Petra Appel zusammen mit ihrem Lieblingskünstler André Steyer. Vielen Dank dafür, liebe Petra. Wir wollen natürlich auch Ihr Fanfoto sehen, das Sie zu Hause liegen haben. Schicken Sie uns das doch bitte unverzüglich an schlagerazzi@gutelaunetv.de. Und ich betone es gerne nochmal, Schlagerazzi schreibt man mit 2 R und 2 Z. Hi, mein Name ist Jonathan Zelter und ich schaue die Schlager-News auf Gute Laune TV. Nach ihrer Erfolgssingle Blumen im Asphalt, die sich im vergangenen Jahr monatelang in den Airplay Top 20 hielt, legt Laura Wilde nun mit einem neuen Dauerbrenner-Anwärter nach und der nennt sich Federleicht und ist unsere Videopremiere der Woche. Federleicht ist eine weitere Single-Auskopplung aus ihrem Album Echt. Mit viel Leichtigkeit, Herzlichkeit und Leidenschaft geht es also für Laura Wilde im neuen Jahr weiter. Und vielleicht schafft sie es ja sogar, den Winter aus unseren Gliedern zu singen mit ihrer neuen Nummer. Wir lassen es doch einfach mal auf einen Versuch ankommen. Wir schweben federleicht durch Raum und Zeit, wir trauen
Es ist nun ein gutes Vierteljahr her, seit der beliebte Südtiroler Schlagersänger Andreas Fulterer nach nur kurzer und schwerer Krankheit von uns gegangen ist. Wir durften zu Lebzeiten ein Interview mit ihm führen, das wir nach seinem Tod auf unseren YouTube-Kanal gestellt hatten. Und dieses Video hat mit Abstand die meisten Views. Ja, aber ich glaube, so fühlt jeder Papa, oder? Ja, ich meine, oder auch zum Beispiel bei meiner Tochter war es ja auch so, dass ich war damals sehr viel unterwegs und war eigentlich ganz wenig zu Hause, als sie so 17, 18 war. Und da kam ich nach Hause, war einmal ein Wochenende zu Hause und irgendwie in der Früh, am Sonntag um 5 Uhr, wache ich auf und höre einen im Bad, dann sage ich zu meiner Frau, sag mal, wo geht jetzt die Tochter hin? Dann sagt meine Frau, die geht nirgends hin, die kommt heim. Seine Fans dürften sich jetzt über die Neuveröffentlichung dieses Doppelalbums Best of the Best sehr freuen. Dieses Album bietet eine schöne Auswahl überaus beliebter Andreas Fulterer Titel, die er selbst immer gerne mit seiner Band zu 100% live präsentiert hat. Zusammen sind wir ein Feuer, das unsere Herzen wärmt in der Nacht. Zusammen sind wir ein Feuer, das unsere Träume vor Feinden bewahrt. Eine Mischung seiner Hits in deutscher und italienischer Sprache. Natürlich sind auch seine großen Erfolge Donna Blue und Zusammen sind wir ein Feuer mit drauf. Best of the Best gibt es seit Ende Januar im Handel und den gesamten CD-Tipp unserer Musikredaktion finden Sie auf unserer Homepage. Sie ist gebürtige Engländerin, lebte jahrelang in Tirol und ist nun, wie so viele Künstler, dem Ruf nach Berlin gefolgt und mit ihrem Mann in die Hauptstadt gezogen, Irene Scheer. Dieser Umzug war für uns ganz geschickt, denn so konnten wir uns mit ihr beim Smargo Award zum Interview treffen und haben uns vor Ort ein wenig mit ihr unterhalten. Diese Stadt ist ja eine Medienstadt. Also wo geht man hin, wenn man auch so einen Konzern hat, die wir aufbauen? Das ist ja eigentlich ein Grund. Aber weil wir haben gesagt, jetzt ist ein neuer Lebensabschnitt, wo wir sagen, okay, das war wunderschön in Bergen, ich liebe es auch. Und ich werde immer wieder da so von Urlaub. Aber jetzt also möchte ich gerne Großstadt erleben. Das ist für mich was ganz Neues, weil ich habe ja immer so Häuser gehabt oder Wohnungen gehabt mit einem Garten und alles. Jetzt sind wir in der Mitte von der Großstadt. Irene Scheer hatte aber noch viel mehr zu erzählen. Sie engagiert sich nämlich unter anderem sehr für soziale Projekte, ist Mitglied im Charity Golf Club und Botschafterin der Deutschen Schlaganfallhilfe. Das gesamte Interview sehen Sie am 8. Februar in Schlager Aktuell ab 20.15 Uhr. Das war's mit den Schlager-News. Aus die Maus, Ende Gelände. Ich freue mich, wenn Sie zum nächsten Mal wieder einschalten und sag Servus. Ein schneidiges Servus, liebe YouTube-Freunde. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Mein Name ist Willi Asan und ich moderiere jeden Freitag um 20.15 Uhr auf Gute Laune TV die Sendung Kult. Und in dieser Sendung beschäftigen wir uns mit den kultigsten Clips, Geschichten und Songs aus den Jahren 50 bis 89. Und wenn Sie mithelfen wollen, dass wir hier bei Gute Laune TV mit unserem YouTube-Kanal auch Kult werden, dann machen Sie das ganz einfach. Abonnieren Sie den kostenfrei hier. Und wenn Ihnen das letzte Video gefallen hat, dann liken Sie das ganz einfach. Ich sage nur Daumen hoch, Sie wissen schon, was ich meine. Und wenn Sie sagen, Asan, halt endlich die 12 und lass das nächste Video starten, ich kann es kaum mehr erwarten, dann starten Sie das einfach hier.